Wir präsentieren deine Must-Haves für Festival Camping oder Festival Glamping. Festivals sind große Klasse, wenn sie gut vorbereitet sind. Um den größtmöglichen Spaß zu haben, haben wir für euch unsere Must-Haves nach Kategorie Camping und Glamping sortiert. Für Sparfüchse und für diejenigen, die den Glamour auch nicht beim Camping vermissen wollen. Ein kleines Zelt oder ein Riesenzelt? Klein aber fein? Oder doch lieber das Upgrade mit mehr Raum für Besuch? Bierkastenkühler oder Sektkühler? Bier oder Sekt? Einweggrill oder Kugelgrill? Ja, entweder klein und praktisch, dafür aber keine Kohle nachwerfen, oder klassisch rund. Viel Platz für Fleisch und immer bereit für Nachschub. Rucksack oder Alukoffer? Eher die Backpacker-Version oder doch die feine Art zu reisen? Gummiente oder Riesenflamingo? Die Quietsche-Ente ist natürlich Nostalgie pur. Aber mit so einem Riesenflamingo bist du natürlich der Hingucker auf dem See. Eimer oder Planschpool? Im Eimer werden nur deine Füße nass. In den Planschpool passt du fast komplett hinein. Schlafsack oder Luftmatratze? Bist du alleine oder solltest du doch lieber vorbereitet sein auf Kuscheln mit viel Platz? Ulala. Kerze oder Stirnlampe? Kann romantisch sein, schmilzt aber weg. Dann doch lieber auf die Stirnlampe zurückgreifen? Naturtoilette versus Campingtoilette. Nur Toilettenpapier und ein überschwemmtes Dixie-Klo oder eine eigene picobello saubere Campingtoilette? Klappstuhl oder mehr Personenhängematte? So rumsitzen oder doch lieber zu vielen abhängen? Wasserschlauch oder mobile Regendusche? Wenn nicht nur die Katzendusche reicht, dann muss wohl der Eimer her. 3, 2, 1 und rüber über den Kopf. Oder sich einfach berieseln lassen. Mit der mobilen Regendusche bist du der Frauenheld. Dates unter der Dusche. Einfach Playlist oder Mini-DJ-Pult? Wie zeigst du deinen Freunden deine Lieblingsplaylist? Einfach Bluetooth-Box fürs Smartphone oder doch gleich die eigenen Turntables? Bist du eher der Camping- oder der Glamping-Typ? Schreib uns in die Kommentare und gib uns einen Daumen hoch, wenn dir unsere Camping- und Glamping-Ideen gefallen haben.